zwei Linien umgestellt, spielt in der zweiten Linie mit Ziehern, Lebler und Koren und in der ersten mit Porvari, Pöck und König wie gewohnt. Aber auch die Felkerer spielen eigentlich nur noch mit zwei Linien. Wenn sie die dritte zum Einsatz bringen, dann ist immer ein Schlüsselspieler wie Barinev oder Greenbank mit dabei. Lebler und Geiger hat das gut erkannt. Gegenstoß über Konrad Thorn. Barinev. Zian löst sich schön. Da kommt Lebler. Das war eine Chance. Noch einmal Lebler. Und Koren. Aber trifft die Scheibe nicht. Barinev schupft sie raus auf Stockhammer und der Gegenzug über Kekkeis. Dreht ab, will Zeit gewinnen. Pass rüber zu Barinev. Sulzer auf Lebler. Zian. Barinev, der jetzt fast schon im Stil eines Verteidigers spielt und wieder ist relativ viel Zeit vergangen. 3 Minuten und 59 Sekunden trennt VEU Feldkirch vom neuerlichen Titelgewinn. Aber 3 Minuten und 59 Sekunden, die noch eine ganz andere Entscheidung bringen können. Ja, an Spannung hat es in dieser Eishockeymeisterschaft in Finnisch wirklich nicht gefehlt, obwohl es zu Beginn des Playoffs eher nach einem Alleingang der Feldkirche ausgesehen hat. Aber wenn wir uns an die letzten Spiele, die wir im Fernsehen übertragen haben, erinnern, da gab es wirklich äußerst spannende und dramatische Spiele, so wie auch das heutige. Kelly Greenbank. Ja, da muss natürlich der Pfiff kommen. Auch das Tor hat hier einen Teil abbekommen von diesem unerbittlichen, sportlich einwandfreien und lobenswerten Einsatz beider Mannschaften. Und obwohl es jetzt natürlich wieder hektisch wird, sehr fair, sehr anständig. Beim KC holt man Kompein vom Eis, stellt wieder Keikel hinein. Keikel mit Sulzer in der Abwehr. Langer, Pöck, herüber zu Porvari. Für Keikel und Rottmann. Gute Arbeit des Feldkircher Torhüters nach diesem guten Schuss von Keikel. Unerlaubter Weitschuss. 3 Minuten und 12 Sekunden. Es fällt mir keine andere Plattitüde ein, aber da kann jetzt wirklich jede Sekunde eine Ewigkeit werden. Sie sehen es an den angespannten, nervigen Mienen. Der Brian Hill, dem geht es natürlich besonders, er kann überhaupt nichts dazu tun, nur so gerne mitspielen würde natürlich. Greenbank. Sulzer. So König, Powerplay-ähnliches Spiel und ein gefährlicher Schuss aus dem Hinterhalt gewissermaßen von König. Trippelt sich frei für Pöck. Schuss abgefälscht. Und Greenbank schupft die Scheibe wieder heraus auf Langer. Und Sulzer. König. Gang von Rudi König, rüber für Pöck und wieder hat Ruttmann den Schuss von Pöck gehalten und da befreit oder wollte Geiger befreien und jetzt gelingt der Befreiungsschuss. Natürlich, jetzt gibt es keinen Schönheitspreis mehr für das Feldkircher Spiel. Jetzt wird die Scheibe weggedroschen. Man riskiert da Pullis mit unerlaubten Weitschüssen sich einzuhandeln, aber das ist klar, das stört den Spielfluss des Gegners. Das bringt jetzt in den letzten Minuten
Zeit. Und wie viel Zeit bleibt noch? 2 Minuten und 21. Und hören Sie dieses Publikum, meine Damen und Herren. Wirklich eine tolle Eishockey-Stimmung. Es kann in der National Hockey League in Kanada auch nicht anders sein. Diesen Wirbel, diese Stimmung, der hier heute von mehr als 6.000 Zuschauern, die auf den Dächern hier stehen, zum Teil erzeugt wird. Welch große Eishockey-Begeisterung in Vorarlberg. Aber noch 2 Minuten und 21 Sekunden. Natürlich die Zweikämpfe und da setzt sich Greenback durch. Gewinnt Zeit mit dem Zuspiel auf Barinev. Guter Schuss. Barinev, Scheibe jetzt in der Mannschaft halten, ist das oberste Gebot der Feldkircher. Da kommt der Gegenstoß über Lebler. Koren. Wir sind schon in den letzten 2 Minuten. Konrad Dorn. Zian. Möglichkeit. Zug spielt auf Keikel und hineingeworfen, hat sich mutig in den Schuss. Aber noch einmal Keikel. Chance für den KAC, aber Keikel verliert noch einmal die Scheibe. Nein, dreht sich noch einmal, bringt den Pass nicht an. Und jetzt ist die Scheibe heraus. 1 Minute 30 noch. Sulzer. KAC muss jetzt natürlich alles auf eine Karte setzen, aber jetzt wird es nicht mehr leicht. Stockhammer attackiert von Zier. Der kämpft, so wie Kotenauer. Und ein Pulli. Torhüter also wieder da, 5 gegen 5. Kottenauer. Geiger. Greenbank. Hängen geblieben an Zian. Wir sind schon in der letzten Minute. Immer noch Zian gegen Geiger. Aber Kottenauer holt sich den Puck. Kottenauer kommt heraus damit, gewinnt natürlich Sekunden. Immer noch Kottenauer, 45 Sekunden nur noch. Barinev. Ja, jetzt scheint sich beim KAC schon Resignation breit zu machen. Immer noch hätte Barinev die Scheibe im Angriffsdrittel. Alexander Barinev spielt er zurück. Nein, er wird da vielleicht noch ein Bulli herausholen. Wertvolle Sekunden, die Feldkirch nun gewonnen hat. Und der Jubel ist dementsprechend nur noch 27 Sekunden. 27 Sekunden, drin VEU Feldkirch noch vom Meistertitel 1982, 83 und noch dazu gibt es ein Bulli im Mitteldrittel. Spiel geht weiter. Lebler. Da ist König. Nur noch 20 Sekunden. König auf Keikel. Barinev hat die Scheibe wieder erkämpft. Borvari, noch 15 Sekunden. Weitschuss. Geiger, noch 10 Sekunden. Scheibe wieder heraus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und das Spiel ist aus. Der alte und neue Eishockeymeister heißt VEU Hypobank Feldkirch, meine Damen und Herren. Und sehen Sie, was sich hier nun in Feldkirch abspielt. Dieser Jubel. Und Feldkirch ist ein verdienter Meister, das muss man sagen. Diese Mannschaft hat heuer die gesamte Meisterschaft von Beginn an beherrscht. Und es wäre vielleicht ein bisschen ungerecht gewesen, wenn diese Mannschaft im letzten Spiel den Titel vielleicht doch verloren hätte. Aber man muss auch aus Feldkircher Sicht und aus objektiver Sicht Gesamt-Eishockey Österreich gesehen sagen, dass der KAC eine große Leistung geboten hat, eineinhalb Drittel lang das Spiel sogar diktiert hat und heuer an keinem unwürdigen Gegner gescheitert ist. Zweiter Meistertitel in der Vereinsgeschichte für VEU Hypobank Feldkirch und das hintereinander. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich noch ein bisschen, obwohl es schon Mitternacht geworden ist, diese Jubelstimmung hier in Feldkirch an. Wir sind hier noch mit einem weiteren Kamerateam vertreten und werden Ihnen am kommenden Montag im Abendsport noch einen Stimmungsbericht
von dieser Meisterschaftsentscheidung bringen und dazu ein Studiogespräch, eine Art Bilanz über diese Meisterschaft, die hier mit diesen enthusiasmierten Stimmungen zu Ende gegangen ist. Und damit verabschiede ich mich für heute aus Feldkirch. Noch einmal das Ergebnis. Im letzten Spiel zwischen Feldkirch und KC ein 2:2 unentschieden. Und dieser eine Punkt genügt den Vorarlbergern, um wiederum den Meistertitel zu erringen. Damit auf Wiederschauen und gute Nacht.